Ja, genau. Was sind das denn für feige Schweine? Ich hab mich... Ihr erkennt das hier alles wieder, oder? Es kann natürlich auch sein, dass die Zellen sich sehr ähneln, aber... Das haben wir hier alles schon mal gesehen. So in der Art auf jeden Fall. Ich finde das wirklich nicht fair. Klick, klick, dass die uns, was? Nein! Das gibt's doch nicht. Wenn ich renne, dürft ihr doch eigentlich gar nicht hinter mir herkommen, oder? Das hält ihn vielleicht nochmal ein bisschen auf, aber... Ist hier irgendein Fenster auf? Scheiße, wie kommen wir hier raus? Achso. Nein? Ah! Was war das? Eine sehr kurze Ladesequenz und es ruckelt kurz. Was ist denn los? Frames sind noch da. Kann ich hier hoch? Nein. Aber ich kann hier runter. Dann machen wir das doch. Cool, die Tür geht auf, aber sie geht nicht auf. Verstehe ich, verstehe ich. Ach, guck mal. Das ist ganz schön... Unheimlich hier, möchte ich sagen. Das ist abgeschlossen. Ich finde das voll unfair, dass sie mich als Nichtmensch bezeichnet haben, da eben diese Wachmänner. Das nehme ich denen aber jetzt persönlich mal übel. Ich laufe ins Licht. Kann ich hier durch? Oh, ich kann hier wirklich durch. Was ist denn hier? Muss doch... Irgendeinen? Aha. Kann man dann. Ach, ich habe die Kamera die ganze Zeit vor dem Gesicht gehabt, ne? Mhm. Es fällt einem irgendwann gar nicht mehr auf, dass er mit der Kamera rumläuft. Mal schnell die Batterien wechseln und dann speichern wir. Das ist ganz gut, dass man sich bei dem Spiel nicht um Speicherpunkte. Au! Kümmern muss. Ich würde sagen, wir müssten mal den Strom abstellen. Dürfen wir hier durch? Nein. Ah, au. Da war Zaun. Das fassen wir auch nicht an. Ja, jetzt heulen hier auch noch Wölfe. Ich glaube, es geht los. Es ist ja nicht so, dass das hier sowieso schon alles ein bisschen komisch ist. Nein, nein. Was ist das denn hier? Nix und wieder nix. Schön, aber immerhin haben wir nix und wieder nix gefunden. Was haben wir hier? Nix und wieder nix. Aber da ist eine Dokumententasche. Geh einfach weiter, es ist schon okay. Ich möchte auch nichts von dir. So, dann gucken wir nochmal eben, was wir da für Dokumente einsammelten. Töte uns! Töte uns, brenn das Gebäude nieder. Schlimmer als der Tod hier. Töte uns, töte uns. Töte uns, töte uns. Uns, uns, uns. Tja, und jetzt? Was ist denn das? Hier ist so ein Schacht. Da darf ich aber nicht rein. Diese Sicherungskästen dürfen wir auch nicht benutzen. Irgendwo müssen wir mal die Sicherung rausnehmen, damit wir hier weitermachen können, oder? Wie seht ihr das? Oh, ey. Oh, bin ich hier rausgekommen? Ja. Ganz schön mutig, so ohne Lampe hier rumzulaufen. Was ist denn das? Ach, das ist die Kapelle. Da liegt was. Ah, das leuchtet nur so. Durch mein Nachtsichtgerät. Naja, dann gehen wir mal hier lang. Ins Stockdunkle. Ist ja immer ganz sinnvoll, denke ich. Na klar, gehen wir doch einfach mal ins nächste Gebäude. Wir wollten ja auch nur raus eigentlich mal. Eine Batterie! Juhu! Ich habe jetzt so oft Batterie gesagt, dass ich es nur mit Mühe und Not schaffe, das Wort überhaupt noch richtig auszusprechen. Irr.
Ich lasse das einfach mal unkommentiert. Müssen wir das noch ein bisschen filmen, damit wir irgendeine Notiz bekommen, oder? Weil sonst... Boah, ist das ekelhaft. Naja, ich gehe mal schnell weiter. Guck mal. Zack. Bums aus. Hier kann ich nichts mehr machen. Nein. Ich habe, glaube ich... Und es ist auch teilweise nicht komplett übersetzt. Teilweise nicht komplett. Ja. Ich habe aber hoffentlich jetzt die Elektrozäune da deaktiviert. Sodass wir, wenn ich das wiederfinde... Hier... Was? Was ist passiert? Notizen? Brennende Lichter. Der Strom ist auch da. Elektrizität. Ich muss nachdenken, Lisa. Ich dachte, der Strom sei ein Beweis dafür, dass irgendwas Normales, irgendeine menschliche Kraft noch einen kleinen Teil von Mount Massive kontrolliert. Aber nichts Menschliches oder Zurechnungsfähiges kann hier irgendetwas tun, außer zu überleben. Und selbst das hält man meistens nicht lange. Du warst immer die Vernünftige, Lisa. Du würdest mir sagen, ich solle mich beruhigen und mir einen Überblick verschaffen. Wahnsinn und Unmenschlichkeit beherrschen diesen Ort. Was auch immer den Strom am Laufen hält, versucht mich hier gefangen zu halten. Ich muss ihn wieder ausschalten. Das war eine Ansage, oder? Gehen wir halt wieder runter. Gar kein Problem. Das mache ich doch mit links. Ab in meinen Lieblingskeller. Hier sind immerhin... Ah doch, hier sind genug Spinde zum Verstecken. Ich wollte gerade sagen, hier sind immerhin keine Spinde, wo man sich drin verstecken muss. Der Typ ist weg. Und der Hebel ist wieder hoch. Das war bestimmt der Typ, der hier eben rumgerannt ist, oder? Alter! Weg, 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 weg! Hab ich mich verjagt gerade? Oh, nein, 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 mach die Tür auf! Es war so klar, dass das passiert. Scheiße. Okay. Wir müssen einen Durchgang finden. Schnell am besten. Ha. Zum Glück ist das jetzt auf. Weil der Typ den Strom ja nicht wieder angestellt hat. Hört ihr das auch? Wie viel Akku haben wir denn noch? 3. Machen wir so langsam mal wieder ein bisschen viel sparsamer damit umgehen eigentlich. Habe ich eigentlich... Nein, jetzt kommt auch noch der Warrider oder was? Was wollt ihr denn alle von mir? Ich will doch hier nur zu dem Evakuierungstrupp dazu stoßen. Aber offenbar will das sonst niemand, dass ich das mache. Ich zittere schon wieder vor Angst. Ich bibbere. Oh, 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 oh. Nachladen. Schluss. Darf man nichts mehr kaufen. Außer im Internet. Was zum Teufel war das? Da liegt eine Wachmannleiche, Wachmannsleiche. Eine Batterie. Nehme ich doch auch mal mit. Hier liegen relativ viele Kadaver. Das scheint hier eher so eine Jauchegrube zu sein. Wo man einfach die menschlichen Überreste reinwirft und dann dümpeln die da so vor sich hin. Man sieht auch vor allem so viel wieder hier. Herrlich. Ich weiß direkt, was wir machen müssen. Ihr nicht? Müsst ihr besser aufpassen. Guck mal. Ah, ich häng fest. Nein. Lass mich hier raus.
Ich hänge echt fest. Hallo? Ich hänge fest. Guck mal hier, das zittert nämlich ein bisschen. Ich kann weder vor noch zurück. Hier, meine Hand ist auch... Das geht noch. Kann ich laden? Speichern und beenden. Wir müssen das einmal gerade so machen, das tut mir leid. Fortfahren, das geht aber schnell. Das Spiel ist ja Ladeweltmeister quasi. Und jetzt werden wir mal sehen, wo der letzte Savepoint war. Der war hier. Okay. Dann renne ich doch einfach nochmal da durch. Und ja, jetzt kommt der Warrider. Er tut zumindest so. Das kenne ich doch alles schon. Macht mir doch gar nichts. Gar nichts macht mir das. Hier. Tüdü, 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 tüdü. Jetzt kommt die Klärgrube. Ich möchte mich bitte daran erinnern, dass da gleich was ins Wasser geworfen wird und ich nicht zucke wie wild. So, genau das meinte ich. Die Batterie, ich hab's schon wieder gesagt. Die Batterie holen wir jetzt hier auch noch weg. Ach, die haben wir schon. Okay. Und jetzt klettern wir da wieder raus und sind wieder an der Stelle, an der wir eben waren. Ich kann ja jetzt hier relativ furchtlos vorgehen gerade, weil hier ja nichts ist. Das weiß ich ja schon. Aber wo ist das Loch? Da ist das Loch. Darf ich diesmal hier durch, ohne dass ich festhänge? Danke. Was? Hör doch auf, hier mit Leichen auf mich zu werfen. Das gehört sie doch nun wirklich nicht. Oh, das war der Typ von eben. Der hier oben auf dem Turm stand. Da waren wir doch eben drauf. Vielleicht hat er sie umgebracht. Ein leichter Ausweg. Es wäre so einfach. Ich glaube nicht mehr dran, die Wahrheit zu offenbaren. Es gibt keine Wahrheit, nur Lügen, die wir viel zu lange geglaubt haben, anstatt sie zu hinterfragen. Es sind unsere Kinder, Lisa. Ich würde den leichten Ausweg nehmen, wenn wir die Jungs nicht hätten. Ich scheiß auf diesen verdammten Ort. Ich werde alles ausstehen, um hier rauszukommen. Ja, er möchte wirklich gerne zurück zu seiner Frau. Was ist das denn? Das ist das Innere von diesem Turm, auf dem wir da waren, oder was? Und was sollen wir hier, warum? Und warum, vor allem, warum? Vor allem, warum sieht das so abgedreht hier drin aus? Das ist doch nun jetzt auch nicht für irgendwelche Leute gut zugänglich hier. Also mal ganz davon abgesehen, dass es natürlich zu der Spielatmosphäre passen muss, aber, wer baut denn sowas? Das ist doch eine völlige Fehlkonstruktion. Ist es ein Wasserturm? Vielleicht ist es auch ein Wasserturm. Guck mal, da gehen nämlich Rohre, also Rohrsysteme weg. Das ist bestimmt ein Wasserturm. Und auf dem ich jetzt gelandet bin. Da hängt auch natürlich... Natürlich hängt da oben eine Leiche. Oh, da sind... Das ist hier bestimmt... Mount Massive. Mount Massive ist nämlich umgeben von Mount Massive, das wissen die wenigsten. Es ist aber so, da müssen wir uns nicht viel vormachen. Alter, was ein Sprung. Mein Lieber, oh, ich sollte besser nicht darunter fallen. Aber ich falle da natürlich runter. Nee, ich breche durchs Dach. Und wer steht jetzt vor mir, hinter mir? Geht's? Soll ich dir aufhelfen? Hauptsache die Kamera immer in der Hand. Wo ist denn die eigentlich gerade? Ich sehe doch, hab gerade beide meine Hände gesehen. Ich zwäng mich mal hier durch. Wir sind auf irgendeinem Dachboden gelandet. Ich sehe nichts. Aber ich glaube, hier könnte es weitergehen. Entschuldigung. Das musste sein. Einmal kurz abhusten, bitte. Oh, das ist doch schön. Schönes Bild.
Ich stehe doch gleich wieder direkt vor denen, oder? That's the idea. Gut, dass du nicht mit einer totalen Psychostimme sprichst. Hä? Wo geht's denn hier weiter? Ah, guck mal, ich kann doch hier drunter her. Manchmal ist es so einfach. Da läuft jemand. Oh oh. Ich glaube. Hä? Was war das denn jetzt? Du sollst sie hier durchzwängen. Was? Nein. Ich will nichts. Nein, nein, lass mich doch einfach alle in Ruhe. Nur keine Geschenke von niemandem hier. Mama hat gesagt, ich darf keine Geschenke von Fremden annehmen. Das werde ich auch hier drin bestimmt nicht tun. Oh, hi. Der sieht ein bisschen aus wie Tarek. Von KIZ. Notizen, weise Männer. Wieder drin. Es ist fast so, als ob ich immer tiefer reingerate. Je mehr ich versuche rauszukommen. Tote sind keine Überraschung mehr, selbst Morde scheinen eine weise Entscheidung zu sein. Ja gut, das haben wir ja schon jetzt mehrfach bewiesen. Dass es relativ einfach ist. Sich einfach, naja, entweder irgendwo runterzustürzen oder... Quiet. If they catch us, they'll give us to him. The man downstairs. The man. Very bad. Very, very bad. God. Oh God. Okay. Gut, dass ich in dem Moment nicht so ganz dahin geguckt habe, sonst wäre ich hier wahrscheinlich wieder rückwärts vom Stuhl gefallen. Und zwick. Fuck, Mann. Nein! Nicht kill him! Das ist voll gemein. Das lassen wir mal ganz schön bleiben. Ich schieb das mal hier weg. Ob das so eine gute Idee ist, weiß ich nicht. Aber ich erhoffe mir davon hier irgendwo aus diesem Zwischenböden hier rauszukommen. Das Augen da hinten gewesen? Alter, wie unheimlich es hier ist einfach. Da ist eine Tür. Nein! Die kann ich nicht benutzen. Weil da irgendwer Sachen vorgeräumt hat. Die Putzfrau gehört hier auch sowas von gefeuert. Vor allem... Nein. Was ist das für ein riesiger Dachboden hier? Okay, habt ihr aufgehört zu quatschen, dann kann ich ja weitermachen. Niemand würde auf die Idee kommen, so einen Dachboden zu bauen. Ich möchte hier hoch, glaube ich. Ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Hüpf. Was? Oh oh. Ich muss doch sowieso wieder in die Richtung, wo die hergekommen sind, oder? Alter. Hey Leute, ihr... Lasst mich doch einfach mal in Ruhe. Wow, ich laufe langsamer, wenn die mich getroffen haben. Was ja auch nur sinnvoll ist, da sie mich gerade schlachten. Hm. Nächster Versuch.
Neues Spiel, neues Glück. Lass mich einfach fliegen. Lass mich doch einfach in Ruhe, Leute. Aber man musste natürlich wieder in die Richtung, aus der die Leute kamen. Das ist echt oft so. Das ist schon fast ein bisschen... Hier bin ich hergekommen. Zu offensichtlich gewesen. Da sind wir eben nicht durchgekommen. Ist natürlich schön, dass wir jetzt nach unten gehen und auf gar keinen Fall nach unten gehen wir sollten, weil da irgendwer auf uns wartet. Wer auch immer das sein mag. Hier ist die Näherei. Guck mal. Aber ich glaube, hier hat schon lange keiner mehr genäht. Was passiert jetzt? Na klar. Was zum... Was ist das? Was ist hier passiert? Wir wollen das gar nicht wissen. Wir gucken uns mal die Notizen an. Eine neue Hölle. Der Körper eines Mannes verunstaltet und verbogen, um den Moment der Geburt darzustellen oder zu verhöhnen. Das ist etwas, was kein Mensch sehen kann, ohne sich einer irreparablen Weise zu verändern. Ich war bei dir, als unsere beiden Söhne geboren wurden, Lisa. Bis vor kurzem war alles das Wunderbarste, was ich gesehen hatte. Absolut außerhalb aller glaubhaften Überzeugungen und dennoch wurde es irgendwie zum Zentrum dessen, was ich seitdem glaube. Du hast immer gesagt, ich wäre zu wortwörtlich, hast versucht, alles in ein Wenn-Dann umzuwandeln. In der letzten Zeit habe ich meinen Horizont erweitert. Wie kann es diese Dinge, die ich gesehen habe, geben? Aber ich kenne die Antwort. Geld, Profit. Dinge werden erschaffen, einfach weil wir sie erschaffen können. Ah ja. Ja, das wird ein wunderbarer Brief an die Lisa. Die wird sich sicherlich riesig freuen. Und auch die Filmaufnahmen, das guckt man sich dann... Ja, schreit doch wieder rum. Die guckt man sich dann an, wenn man Weihnachten schön mit der Familie zusammensitzt vorm Kamin. Guckt man sich die Aufnahmen hier an. Und, ja. Dann kommt das Weihnachtsessen wahrscheinlich auch... Ah! Dann kommt das Weihnachtsessen wahrscheinlich auch gleich ganz von alleine wieder raus. Jetzt habe ich Puls. What? Wo bist du? Was willst du? Ah! Ja. Jo, komm, tritt nochmal zu. Genau, das war's.